Hey, Shalom Leute. Heute will ich euch ein neues Tutorial von mir zeigen. Und zwar hatte mich jemand mal gefragt, wie man ein Hologramm machen kann. Ich habe leider den Username jetzt vergessen, aber nicht so schlimm. Ist schon lange her und falls du es siehst, melde dich. Ups, da hat sich gerade mein Schema umgestellt. Aber bevor ich anfange, eine kurze Sache. Und zwar, ich hatte gedacht, dass ich mir vielleicht mein Account, also sprich mir einen zweiten Account zulege für meine Tutorials. Das heißt, den jetzigen iDesignisch nur dazu nehme, um ja, Videos, Filme, Clips, Intros und sowas hochzuladen und einen zweiten Kanal, den ich erst dann erstellen werde, wo ich einfach nur Tutorials hochlade. Also schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr das so gut findet oder ob ich alles weiterhin so zusammenmixen sollte oder ob ich das halt einfach trennen sollte. Genau. So, jetzt zum Tutorial hier. Ich zeige euch mal, wie das denn ausschauen soll. Genau. Und genau, da sieht man schon, spielt das Video dann ab. Das Hologramm. Ist eigentlich egal, was ich nehmen soll. Genau. Jo. Dann haben wir das. Dann machen wir das mal raus. Ich nehme hier mein Video. Das heißt, ich habe mich hier einfach gefilmt. Und ziehe das einfach so zurecht. Zu welcher Stelle es denn anfangen soll. Jetzt braucht er wieder eine Weile. Jo, mal überlegen. Boah, ist das blöd hier jetzt. Gleich haben wir eine passende Stelle gefunden. Und dann kann es auch losgehen. Eigentlich ist das Ding nicht ganz kurz erstellt und ganz schnell, braucht nicht viel Zeit und deswegen verschwende ich jetzt die Zeit mit Suchen. Herr Jemini. Gut, egal. Machen wir das hier. Und als erstes erstellen wir uns. Also müssen wir unsere Handbewegung, die ich gleich mache, tracken. Und deswegen, also habe ich hier den Tracker und werde aber erstmal eine Null-Ebene erstellen. Null, also Null-Objekt. Da haben wir jetzt den Tracker. Und genau, da. Na, komm schon. Gott, ich merke schon, es ist etwas spät abends. Gut. Und jetzt tracken wir das. Also, wir sehen uns später nach dem Tracken. Nun, und zwar, wenn es jetzt getrackt habt, dann geht's weiter. Und zwar, ich habe hier einmal eine Aufnahme. Das heißt, ich habe einfach mit irgendeinem Programm, was ich habe, habe ich das einfach aufgenommen. Das heißt, einmal nur ein Stück von YouTube in dem Sinne und ziehe das mir jetzt einfach mal zurecht. Okay, das ist ein bisschen zu klein. Okay. Als nächstes nehmen wir bei der Aufzeichnung, also bei der Aufnahme, gehen wir transformieren und machen die Deckkraft ungefähr auf, ja, wie ihr wollt. Ich mache mal auf 50. 50, okay, nee, ist doch ein bisschen krass noch. Dann schauen wir mal auf 30. Ja, okay. Gehen wir 30. Gut, dann machen wir es zu.
So als nächsten Schritt machen wir den Effekt, den ihr normalerweise kennt, von Hologramm. Das heißt, dieses entweder leuchtend blaue oder weiße. Und zwar, ihr könnt verschiedene Wege nehmen, aber ich zeige euch jetzt mal einen. Und zwar, ihr macht eine neue Ebene, Farbfläche. Und ich will sie weiß haben, deswegen mache ich sie weiß. Macht das Auge hier, dass ich die Ebene nicht mehr sehe, damit es eben mich nicht stört. Und ich gehe hier auf Zeichenstiftwerkzeug und markiere mir das, was ich hier eingefügt habe. Also ihr solltet es vielleicht genau machen, wer Bock habt. Das macht es so ein bisschen provisorisch. Genau. Dann das Auge wieder. Dann habt ihr es weiß. Dann geht ihr hier unten, also öffnet die Maske. Und die Maske dupliziert ihr. Steuerung D. Und die zweite Maske, die stellt ihr beim Modus auf Subtrahieren. Und jetzt könnt ihr es wieder ganz normal sehen. Dann die zweite Maske. Also klappt die auch nochmal auf und dann macht ihr Weichzeichnen. Also das heißt, diese Maskenkante etwas weichzeichnen. Könnt ihr mit richtig krass aufdrehen. Ich mache diese auf beispielsweise mal 450. Genau. Jetzt ist aber das Blöde, und zwar, wenn ihr jetzt schaut, ist es immer noch mal außen ran, sieht es irgendwie komisch aus, eingefügt aus. Deshalb gehen wir hier auf die erste Maske und machen das Gleiche. Das heißt, Maske öffnen, Maske weichzeichnen. Aber nicht so extrem, sondern sonst sieht es zu schlimm aus. Ich mache jetzt 100. Zwar, wie ihr sehen könnt, habt ihr hier schon mal so einen Leuchteffekt. Ihr könnt auch noch mehrere Masken hinzufügen, mehrere Ebenen, dann ist es halt noch doller und sowas. Obwohl, ich stelle es mal höher auf 150. Ja, okay. Genau. Verdammt, jetzt ist er wieder etwas am Rumzicken. Gut, jetzt haben wir das. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ich lasse es jetzt so weiß, ihr könnt es aber noch eine andere Farbe geben. Und zwar, wenn ihr jetzt auf die weiße Farbfläche geht, also nicht auf die Aufnahme, sondern auf die Farbfläche, auf Effekte und auf Füllen geht. Ja, ich habe sie so oben, weil ich es als letztes benutzt habt, aber ihr könnt es am besten machen, wenn ihr unter Effekte geht und dann einfach Füllen eingibt. Füllen. Und dann ist es da. Oder halt auf Englisch, ich weiß aber nicht, was gerade ist auf Englisch. Und überzieht es auf die weiße Farbfläche. Wollen wir aber nicht rot haben, sondern wir machen beispielsweise mal blau. Ja. Genau, so in etwa könnte es dann aussehen. Jetzt ist es fertig, aber da wir es getrackt haben, wollen wir es halt haben, dass es sich bewegt. Das heißt, als erstes wollen wir die weiße Farbfläche und die Aufnahmeebene verbinden. Das heißt, wir nehmen den Pick-Clip hier und also von der weißen Farbfläche und ziehen es auf die Aufnahme, auf den Namen der Aufnahme. Jetzt, wenn ihr jetzt das verschiebt, beispielsweise, seht ihr, es verschiebt sich. Ne, ich sollte sich eigentlich beides verschieben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Genau. Ihr klickt die Aufnahme an und verschiebt die einfach. Da seht ihr schon, da oben am Rand habe ich ein bisschen zu weich gezeichnet. Okay, kann ich gerne mal aufmachen nochmal, die weiße Ebene. Und stelle es runter auf 100. Dann müsste es eigentlich weg sein. Ja, genau, und da ist es weg. Ah, leck mich doch.
Sorry. Aufnahme. Ja, ist immer noch, denke ich, ein bisschen da, aber gut, man kann auch meckern. Gut, jetzt haben wir das und jetzt gehen wir am Anfang. Und wir wollen es natürlich, dass es uns folgt. Also, als erstes schieben wir das Bild irgendwo hin. Es ist ja eigentlich egal, weil wir ziehen ja das Hologramm hoch, also eigentlich egal, wo ihr anfangt. Müsst ihr halt gucken, wie es mit eurer Bewegung zusammenhängt. Und dann nehmt ihr die Aufnahme, nehmt den Pickwhip und zieht ihn auf die Nullebene. Und dann geht ihr auf Play und voila. Okay, das war ein bisschen zu extrem. Verdammt. Dann ziehen wir einfach unser Hologramm ein bisschen runter. Gehen nochmal an den Anfang zurück. Und ziehen. Genau. Jetzt haben wir es eigentlich. Jetzt, das ja eigentlich ein Video ist, mache ich da halt was und spiele es dann gleich ab. Das heißt, ich drücke drauf. Und ihr seht, das Video fängt an zu spielen. Ja, eigentlich war es soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, gebt ihnen einen Daumen hoch, damit ich euch eventuell noch weitere Tutorials präsentieren kann. Und ansonsten abonniert mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.